Herzlichen Dank. Vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier im Mainzer Unterhaus, wo traditionell der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen wird. In drei Sparten: Kabarett, Kleinkunst und Chanson, Lied, Musik. Dazu gibt es noch zwei Sonderpreise. Das ist der Förderpreis der Stadt Mainz und der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Es ist mir dieses Jahr ein besonderes Vergnügen, Sie durch diesen Abend führen zu dürfen, denn wer weiß, ob wir nächstes Jahr noch hier sein können. Sie wissen, der Russe steht vor der Tür. Der Grieche sitzt schon in der Vorratskammer. Und wenn sich die Zahl der Kampfschwimmer unter den Mittelmeerflüchtlingen weiter erhöht, werden wohl schon im nächsten Jahr auch hier Feldbetten stehen, um als Notaufnahmelager dienen zu können. Ein paar Betten sollte man vielleicht auch bereithalten für die Flüchtlinge, die demnächst aus der Ukraine zu uns kommen werden. Sie wissen, auch da entsteht die Zivilgesellschaft gerade durch einen sehr schönen Bürgerkrieg. Der ist alternativlos, da lässt sich nichts machen, denn wenn es um die territoriale Integrität eines Landes geht, müssen Menschenleben halt schon mal hinten anstehen. Keiner kann verstehen, warum Moskau im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. Wann hat es das jemals gegeben, dass ein Land in einem anderen Land Verbrecherbande derart unterstützt? Okay, ich erinnere mich dunkel, dass die USA in Afghanistan die Taliban und die Mujahideen finanziert haben im Kampf gegen die Russen, das stimmt. Aber sonst? Okay, in Nicaragua haben die USA die Contras finanziert im Kampf gegen die Sandinisten, die waren auch demokratisch gewählt. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Iran 1953, der demokratisch gewählte Ministerpräsident, wurde vom CIA geputscht, weggeputscht, um den alten Schah wieder zu installieren. Und Salvador Allende, der demokratisch gewählte linke Präsident Chiles, wurde mit einem faschistischen Putsch hinweggefegt, organisiert von den USA. Sie haben in Libyen die Rebellen unterstützt, um Gaddafi loszuwerden. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind. Was in der Ukraine wirklich los ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, wir werden von allen Seiten massiv belogen. Die Propagandamaschine läuft auf allen Seiten. Und eines habe ich gelernt aus der Geschichte. Wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, handelt es sich meistens um Satellitenfotos, auf denen ungefähr so viel zu erkennen ist wie auf Ultraschallbildern aus den 80ern. Nur einer blickt durch das ganze Schlamassel durch, das ist mein Bundespräsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ich hätte gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber was wollen Sie machen? Unser selbstverliebter Gottesanbeter stand am 1. September, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, Zweiter Weltkrieg. Sie wissen, wir sagen heute nicht mehr, dass wir den Krieg angefangen haben. Das ist auch irgendwann mal gut. Ich meine, das kennt man aus dem Schulhof. Du hast angefangen, nee, du hast angefangen. Das hilft ja auf Dauer auch nicht weiter. Kriege brechen aus, wir standen günstig damals. In diesem letzten großen Weltkrieg haben 27 Millionen russische Soldaten ihr Leben gelassen im Kampf gegen das faschistische Deutschland. Und man darf vielleicht auch mal daran erinnern, dass Russland den Westen nie überfallen hat. In der ganzen Geschichte noch nicht. Immer hat der Westen Russland überfallen. Schon Napoleon musste bis Moskau marschieren, um die Russen aus Paris zu vertreiben. Es gibt noch ein Land, das noch nie seine Nachbarn überfallen hat. Eines der aggressivsten Länder, das wir überhaupt kennen, der Iran. Der Iran hat noch nie ein Nachbarland überfallen. Die sind immer von ihren Nachbarn überfallen worden. Aber da sehen Sie auch, wie perfide so Länder wie Russland und Iran agieren. Die zetteln Kriege an, indem sie sich überfallen lassen. Und mein Bundespräsident bringt es fertig, bei der Gedenkrede zum 1. September die 27 Millionen russischen Opfer mit keiner Silbe zu erwähnen, aber in derselben Rede den Putin in eine Reihe mit Hitler zu stellen. Das ist große Staatsmannskunst, meine Damen und Herren, da kann man stolz sein. Wie hat der Bundespräsident gesagt in dieser Rede? Weil wir das Recht stärken, nehmen wir es nicht hin, wenn Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt.
Und die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen jetzt deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Interpretationsfehler. Mein Bundespräsident Gauck, die fleischgewordene Doppelmoral. Und wir nehmen uns die Freiheit, von der er immer sabbert. Wir liefern dem Assad das Giftgas und wenn das einsetzt, sind wir böse. So sind wir drauf, wobei das mit dem Giftgas muss ich zurücknehmen, bevor ich dahinter korrigiert werde. Ich weiß, meine Bundesregierung hat sich erkundigt, auch bei den Vorgängerregierungen. Das ist dann offiziell verkündet worden. Wir haben kein Giftgas an Assad geliefert. Deutschland hat 10 Jahre lang Komponenten für Zahnpasta geliefert. An Assad, offiziell. Die haben sich nie gefragt, wie oft er sich da die Zähne putzt, aber... Komponenten für Zahnpasta. Sehen Sie mal, wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch auf der Bundespressekonferenz vortragen können, ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie das Zeug zum Regierungssprecher. Wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch sich anhören können auf der Bundespressekonferenz, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen, dann haben Sie das Zeug zum seriösen Journalisten und müssen nicht für die Lügenpresse arbeiten. Die Liste der Probleme in diesem Land ist endlos. Wir haben 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wovon zum Glück nur 3 Millionen arbeitslos sind. Der Rest hat einfach keine Stelle. Wir haben 7 Millionen Analphabeten, wovon zum Glück einige zumindest Abitur haben. 13,5 Millionen Menschen leben in Armut, hat es jetzt geheißen. Und ab dem Jahr 2030 dürfen die 40% der Rentner auf Altersarmut einstellen. Ja, dazu kommt jetzt auch der Mindestlohn. Wie das gehen soll, weiß überhaupt noch keiner. In der Zeitung stand, den Friseur wird keiner mehr bezahlen können. Ich wage mir gar nicht auszumachen, wie wir in einem Jahr alle rumlaufen werden. 12.000 Deutsche sterben jedes Jahr in diesen Krankenhauskeimen. Kennen Sie die? Die multiresistenten Keime, wo kein Antibiotikum mehr greift. Da erblasst der Ebola-Erreger vor Neid. Und diese Keime können Sie in Afrika überhaupt nicht kriegen. Dafür müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben. Wir haben Probleme ohne Ende. Aber wenn die Deutschen mal in größerer Zahl auf die Straße gehen, dann demonstrieren sie nicht gegen multiresistente Keime, sondern für Multikulti-Resistenz. Das Volk nennt sich jetzt Pegida und kämpft tapfer gegen die Islamisierung des Abendlandes. In Sachsen. Tucholsky hat geschrieben, meine Sorgen möchte ich haben. Das wunderbare Wirtschaftssystem, in dem wir alle leben dürfen, hat viele Namen. Manche sagen Kapitalismus, manche sagen freie Marktwirtschaft, andere sagen soziale Marktwirtschaft oder freie soziale Marktwirtschaft oder sozialfreie Marktwirtschaft, Schweinesystem genannt. Ich bevorzuge den Begriff Kapitalismus, weil da hat man was Konkretes, da weiß man, worum es geht. In diesem Wirtschaftssystem gibt es 2 Dinge, es gibt Kapital und Arbeit. Man hat das eine oder das andere. Die einen haben das Kapital, die anderen haben die Arbeit damit. Sozial ist, was Arbeit schafft, asozial ist, wer die Arbeit schafft. Im Sinne von erledigt. Und konsequenterweise muss man Geld, das man mit Kapital verdient, nur mit 25% versteuern und Geld, das man mit Arbeit verdient, mit bis zu 45% versteuern. Das ist eine derart absurde Regelung, dass es sich nur um eine Religion handeln kann. In der Religion Kapitalismus gibt es 2 Götter, das ist Wachstum und Produktivität. Dagegen darf man überhaupt nicht sein. Wer was gegen Wachstum sagt, das ist ja kapitalistische Blasphemie. Wir brauchen Wachstum. Ewiges Wachstum. Ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Das andere ist die Produktivität mit immer weniger Menschen, in immer kürzerer Zeit, immer mehr herstellen. Und ich frage mich, wo wir das herhaben. Doch nicht aus der Natur. Die Natur ist doch nicht produktiv, die Natur ist doch verschwenderisch. Ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er, bis er satt ist, dann legt er sie in die Sonne und sagt, boah, war das lecker, was jedet mir gut. Und dann wartet er, bis er wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt doch nie auf die Idee zu sagen, oh, ich habe für die Antilope jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 4, da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist doch nicht bescheuert, der hat doch nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Da muss er einen Kühlschrank bauen, um die Sachen frisch zu halten.
Am nächsten freien Tag muss er für den Strom arbeiten, um den Kühlschrank zu betreiben. Da muss das Haus drumherum gebaut werden. Das Haus muss bewacht werden. Und der Rattenschwanz hört nie wieder auf. Und der Löwe kommt nie mehr dazu, in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, war das lecker. Was hier mir gut. Nur dem Menschen, der schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Jahr jagen muss. Damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Denn der Mensch ist nicht glücklich und zufrieden, wenn er in der Sonne liegt oder mit Freunden beim Bier sitzt. Nein, der Mensch ist nur dann glücklich, wenn er heute mehr hat als gestern, morgen mehr als heute und übermorgen mehr als morgen. Die Triebfeder dieses krankmachenden Wirtschaftssystems ist, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt Sätze, die kann ich einfach nicht mehr hören. Im Grunde ist es noch schlimmer. Ich muss sie ständig hören, ich will sie aber nicht mehr hören. Sehen Sie, ich bin jetzt seit 32 Jahren im Kabarettgeschäft tätig. Und in diesen 32 Jahren ist mindestens einmal pro Woche ein Kabarettkunde zu mir gekommen und hat gesagt, im Moment sind aber auch tolle Zeiten fürs Kabarett. Seit 32 Jahren höre ich mir jede Woche mindestens einmal an. Also so einfach wie im Augenblick haben sie es euch aber auch noch nie gemacht bei der Politik. Es gibt noch einen Satz, den kann ich nicht mehr ertragen. Das ist der Satz, sozial ist, was Arbeit schafft. Wenn Sie, wenn noch einmal einer zu mir sagt, sozial ist, was Arbeit schafft, dann sag ich, hör mal, wenn ich dir jetzt eine dumme Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn mal sein? Oder den Satz, den ich an meine Politikern so liebe. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wenn ich das schon höre, oder dann kommt der Deutsche und sagt, wir können ja nicht alle Menschen hier aufnehmen. Seit 30 Jahren verfolgen 6 Milliarden Menschen auf der Welt nur ein Ziel, nach Deutschland zu kommen. Wir können nicht alle aufnehmen, deshalb nehmen wir keinen auf. Ne? Alle oder keiner, das ist Deutschland. Sehen Sie, für diesen Satz, wir können nicht alle Menschen bei uns aufnehmen, sollte man ohne Umstände sofort zu 2 Jahren Leben im Slum von Kalkutta verurteilt werden. Und zwar ohne Bewährung. Wir Deutsche sind doch die Einzigen auf der Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir ein bisschen genau werden. Ja, das müsste man diesen sächsischen Mitessern, Mitbürgern vielleicht noch mal erklären. Als die Mauer aufging vor 25 Jahren, ist doch hier im Westen nicht nur gejubelt worden. Da ist doch hier im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Guck dich doch mal an, wie das da aussieht, hat es damals hier geheißen. Guck dich das doch da mal an. Was haben die denn da 40 Jahre lang gemacht? Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Hier waren die Städte doch auch kaputt nach dem Krieg. Wir haben das ja alles wieder aufgebaut. Was haben die denn da gemacht? Guck dich doch mal die Städte im Osten an. Das sieht da aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, sehen Sie, Elend im Regen, das mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen.